Biopsie. Okay, also Dirk, du bist ja heute Disc-Jockey hier, der für gute Stimmung sorgt. Unterhalter. Ja. So hieß das und das bin ich ja, es gibt nämlich Unterschiede. Ja, komm, ich soll das Mikro nehmen. Ja, damit die Stimme gut läuft das schon oder was ist noch ja, Test? Läuft schon, alles schon, Aufnahme. Also ich bin, man sagt zwar DJ, das haben wir auch früher schon gesagt, aber eigentlich Schallplattenunterhalter, weil ich habe das zu DDR-Zeiten gelernt, da musste man ja so einen Lehrgang benutzen. Ja, ja, ja. Und DJs, die mixen richtig. Aha. Und das haben wir Schallplattenunterhalter, wir waren eher Entertainer, wir haben also nicht gemixt, ja, 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 sondern eine Platte nach der anderen aufgelegt und zwischendurch auch mal was gesagt. Mhm. Heute will zwar keiner mehr viel Wort, ja, aber wenn man betreut wird als Publikum, ist auch nicht schlecht. Ja, ja. Ja. Ich habe mal eine Frage an dich, was vielleicht keiner gefragt hat bis jetzt. Hast du eine bestimmte Musikrichtung, die du gerne spielst? Naja, ich habe mir den Begriff Yesterhits schützen lassen, das heißt ja Oldies im Endeffekt. Und das hat viele Vorteile. Erstmal kennt die Musik fast jeder, ist also nicht viel Neues dabei. Und ich bin damit groß geworden, ich lege die auch mit Leidenschaft auf. Und ich habe die GEMA schon bezahlt. Ich mein, ja, das ist ja nun wirklich so. Was kommt hier noch? Was wird denn das jetzt hier? Mit Rote? Oh, hätte ich nur mein Landeswelle-Logo im Mikro mitgebracht. Ja, ja. Egal. Und hast du jetzt eine besondere Lieblingsgruppe, oder? Ja, eine ABBA. ABBA? Ja. ABBA, wegen schönen Mädchen, oder? Es war die erste Lizenzplatte, die ich hatte. Also meine Tante hat die mir geschenkt, weil die hat sich einen Sonett-Kassettenrekorder gekauft damals. Und ich durfte dann ihre Schallplatten haben, wenn ich die auf Kassette aufnehme. Und das habe ich gemacht. Dann war aber, dann war ich im Ferienlager an der polnischen Grenze. Ja. Und unsere Gruppenleiter, die sind nach Polen gefahren und haben gefragt, was sie mitbringen sollen. Und haben ganz viele sich was von ABBA gewünscht. Und da habe ich mir dann auch eine Kette oder einen Anstecker. Ja, ja. Und deshalb, ich bin mit denen groß geworden. Also ABBA ist deine Lieblingsgruppe? Oder kann man so sagen, doch. Kann man. Ich weiß, es ist eine Mädchenmusik, haben wir früher gesagt auf dem Schulhof. Ja, ich spreche voll Dialekt, weil ich keinen Kopfhörer drauf habe. Ist dir egal? Ja, ja. Na, dann ja, ist gut. Dann ist ja gut. Ja, also aber da sind auch alle Platten durchweg anhörbar. Ja, ja. Aber spielst du das heute Abend auch mal so? Ja, natürlich, klar. Welchen weiß ich noch nicht, aber wir haben die Chance, alle zu spielen. Also so ein Lieblingssong wäre wahrscheinlich auch von ABBA dann. Wenn du sagst, ABBA gibt es einen Lieblingssong, ist ja schwierig bei den vielen. Ich sage, es gibt Lieblingsplatten, also damit meine ich nicht nur einen Song, sondern zum Beispiel Fleetwood Mac, das Rumors Album, das ist der Oberhammer. Auch durchweg anhörbar und sogar höherwertig als ABBA vielleicht. Aber ABBA sind, die kannst du immer hören, zu jedem Anlass. Ja? Die kannst du zur Geburt, zur Trauerfeier, zwischendurch, immer. Ja. Wird eigentlich wenig gespielt, wenn man jetzt so hört. Was? Ja, weil sie eben nicht mehr, die haben in den 80ern aufgehört, 82, das neue Album. Ja, das haben wir gespielt, als rausgekommen ist. Und dann fragt die Jugend fragt danach nicht mehr, die jungen Leute. Die erreichst du damit nicht. Ist schade, ja. Obwohl es ein paar gibt. Also wenn ich auflege, da erlebe ich oft, dass Junge und Alte zusammen sind. Und das ist ja auch mein Ziel. Aber im Großen und Ganzen mit Radio, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass es spezielle Radiosender gibt. Und nicht mehr welche wie früher, die eben alles gespielt haben. Dass da Roland Kaiser, die Purple kamen im Radio, das gibt es heute nicht mehr. Außer in meiner Sendung. Ja, wie war das bei dir zu DDR-Zeit? Da war ja auch mal hier Udo Lindenberg, der Sonderzug nach Van Gogh. Ja, der war verboten, ist ja klar. Was heißt verboten? Es gab kein Schriftstück, wo das drin stand. Das haben wir doch gewusst. Ja, also hat man sich gespielt? Doch. Doch? Ja, klar. Ja? Man darf sich nicht erwischen lassen. Hätten wir da mal Glück gehabt oder nicht? Die Leute wollten es hören, also haben wir es gespielt. Ja. Ich meine, ich war ja zu DDR-Zeit auch mit einem Kollegen unterwegs, hab so Musik gemacht, so Disco. Und zwar ein Heavy-Metal-Fan, so Doropesch. Und der hat in Könnau auch mal Musik gemacht. Und da hat er hier Doropesch und Heavy-Metal gespielt. Und da haben sie dann nach ein paar Minuten rausgeschmissen. Ja, ist traurig. Ich war nie Heavy-Metal-Fan, spiele aber heute in meiner Sendung auch Hardrock, weil ich will ja für alle irgendwie da sein. Und inzwischen gefällt es mir auch. Ja, aber damals zu DDR-Zeiten, das lief auch nicht im Radio. Also Heavy-Metal glaube ich nicht. Also das Schärfste war vielleicht mal ein guter Led Zeppelin-Song oder Golden Earring. So vielleicht noch ein Ozzy Osbourne. Vielleicht, aber dann war Schluss. Also Schlimmeres, also Motorhead habe ich nie gehört im Rundfunk, im DDR-Rundfunk nicht. Ja. Damals, wo die DDR-Musik kam, da sind wir ja immer, wenn dann die Platten aufgelegt wurden, sind wir raus und haben eine geraucht, haben Pause gemacht. Aber wenn man jetzt hört, ist es eigentlich schade, denn wir haben gute Musik damals gehabt. Oder gute Musiker. Also ich muss ganz ehrlich sagen, DDR-Musik hat nicht funktioniert.
Also ich war über jede Platte froh, die ich wirklich spielen konnte. Und das habe ich auch gefeiert als DJ. Aber 60%, was ja Gesetz war, das war ja gar nicht drin. Und wer das gemacht hat, nee, das hat keiner gemacht. Also ich habe das zur Prüfung gemacht, aber da war das Publikum gekauft oder gar keins da. So, das ging ja nicht. Was funktioniert hat, das war hin und wieder mal Jugendliebe, Ute Freudenberg. Da musst du aber Schlagerfreunde haben oder Karat. Jede Stunde ging gut, der blaue Planet. Dann gab es Neue Deutsche Welle. Die Pudis hatten so eine Single, Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sagt ihr vielleicht was. Die gingen... Aber dann hat es schon aufgehört, auch Silly war nicht, also vielleicht eine langsam runde Bataillon d'Amour, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Gell? Total schöne Musik, aber die haben die Leute nicht akzeptiert. Ja. Obwohl, wenn ich jetzt mal noch Silly höre, das ist auch nicht schlecht gewesen. City. City am Fenster, der ging natürlich, klar. City, da war sogar die Platte vergriffen, also bin ich, der war der Beste eigentlich. Und Engerling. Wollten Sie mal Blues hören? Da meinten Engerling. Mama Wilson, sagt ihr das was? Mama Wilson? Ja, kann sein, ja, das ist Engerling. Oder, ja, ich kenne so ein paar, die haben auch hier so. Ja, die waren auch gut. Wer? Ja, wie hieß denn die? Holunderblüte hier. So eine Gruppe wie Engerling so. Nee, sagt mir jetzt nicht. Distelmann war noch gut. Ja. Distelmann, kennst du vielleicht Reichsbahn Blues? War, der ging auch für die Blueser. Ja, ja, für die. Ja. Für wen ist denn das eigentlich? Das ist für YouTube. Wir machen einen kleinen Bericht von YouTube hier. Ja. Wir hatten aber vorher mit der Chefin hier von der Presseabteilung gesprochen. Sie sagt, kannst du machen? Mit der Frau Luca. Ja, so eine nette, freundliche Junge. Ja, eine ganz klasse Frau, ja. Okay, können wir sagen. Die hat das was zu essen besorgt, das habe ich sie ganz Die hat gesagt, kannst du machen? Ja. Nur mehr so ein Schwenk. Und wenn ich dich jetzt aufnehme, muss ich vorher fragen. Ja. Ob ich das auch darf. Oder wenn ich einzelne Personen aufnehme. Ja, aber ich will das dann auch sehen, gell? Gibst du bei YouTube ein? Das vergesse ich doch. Sommerfest gibt es bei YouTube, da ist es drin. Ja, mein Name ist Lothar Rommel. Hast du nicht merken müssen, aber Sommerfest. Na, Rommel merkst du mehr. Wir haben eine Kollegin, die so heißt. Ja? Christina Rommel, die ist eine Musikerin. Ja, ja. Sagt ihr gar nicht, oder? Doch. Christina Rommel, ja, doch. Die so merkst du mir das jetzt. Noch. Ja, die hätte ich auch mal gerne gesehen. Ja. Christina Rommel, ja. Gut. Alles klar. Herzsch. Gut. Ich danke dir. Alles klar, bis dann.